halte so eine Postkarte jetzt in der Hand. Da sehen Sie schön, unten hat er gleich meinen Absender immer als Briefanschrift hergenommen. Er arbeitete gern mit Tippe. Was man, glaube ich, als erstes in Betracht zieht. Und jetzt fragt man sich natürlich schon, ja, wie geht's dann? Wie geht dann die Lösung? Und Theodor Steuthen war begeistert. Er hat gesagt, oh ja, da könnten wir mal einen Videoabend, können wir mal machen. Ich habe gesagt, ja, das wird auch eine tolle Sache. Aber mal die ganzen Geschichten mit Karl Fabel und alles, was er erlebt hat. Mal, wie er weggezogen ist, wie er umgezogen ist.